Und willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5. Und ja, ich weiß nicht mehr, was wir mal beim letzten Mal gemacht haben. Wir machen jetzt aber zuerst die Fremde und Freaks. Weil mir fiel ein, das hätten wir nämlich noch in der letzten Folge vielleicht noch machen können. Das ist was sehr kurzes. Ich weiß nämlich, was es ist. Und das ist gefüllt nur eine Cutscene, mehr nicht. Die Mission an sich werden wir erst viel später dann wahrscheinlich machen, weil... ihr werdet gleich sehen, wieso. So viel sei gesagt. Und auch andere Fremde und Freaks. Ich habe zwar gesagt, dass ich nichts einsammeln werde. Ich habe aber auch gesagt, ich werde alle Fremde und Freaks abschließen. Mit anderen Worten, ich werde doch versuchen, wahrscheinlich das Spiel zu 100% durchzuspielen. Weil die einzigen Sachen, die ich dann auslasse, sind die Aktivitäten und die gehen viel schneller als manche Fremden Freaks Missionen. Und von daher, ja, das können wir ruhig machen. Ich sag aber jetzt schon mal, das werden wir später machen, kurz vor Ende des Spiels. Damit wir da mit schön abschließen können. Weil, bevor wir jetzt da in die Dings reingehen, Info, wo war das? Statistiken. 15% haben wir schon und also über Fremde und Freaks, das was wir dann halt noch machen müssten, sind einige zufällige Ereignisse. Wobei ich glaube, dass wir, weil ich sowieso vorhatte, jedes zufällige Ereignis, wenn wir irgendwie auftauchen, das zu behandeln, weil die interessant sind. Aber halt die Hobbys und Zeitvertreibe sind, muss mal kurz zeigen, hier die Rennen, Skistand, so jetzt hier Skistand, Triathlon und halt wenn ich jetzt Tennis, ich weiß, Golf müssen wir dann einmal spielen und wir müssen uns bestimmte eine bestimmte Anzahl von Unternehmen kaufen, aber dafür sollten wir dann am Ende auch genügend Geld haben. Und der Rest mit dem Sammeln, so nochmal zurück, das kommt alles zu Fremden und Freaks. Also, wir haben jetzt 26, das müssen wir dann noch machen. Und dann auch die Fremden und Freaks durch haben. Deswegen habe ich mich jetzt einfach umentschieden, wir machen doch die 100%. There you are, handsome. New mod. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. That's so schön. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Ooh, take yeah. This poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering. Yeah. A few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is it's one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Danke, Maud. Ja, und damit war das auch schon mit den Fremden und Freaks. Mit Maud. Denn, wie gesagt, die Mission ist etwas anders als die Fremden und Freaks, die wir bislang hatten. Steigen wir nämlich nicht in eine Mission ein, sondern wir suchen jetzt ein paar Sachen. Haben wir neuen Kontakt bekommen. Ja, wir haben jetzt Kopfgeldmissionen verfügbar. Und wir kriegen 4 Leute, glaube ich, die wir dann umbringen müssen. Da wir die aber halt nacheinander, also da gibt es halt keinen bestimmten Zeitpunkt, wo wir aufhören können, könnten wir jetzt durch Los Santos fahren. Und diese 4 Personen finden.
Ich werde jetzt aber erstmal mit der Mission weitermachen. Und ich werde das am Ende hinschieben. Weil so sind dann auch die anderen Fremdwolf Freaks, also die Hälfte davon gefüllt, geben dir Sachen zum Suchen. Und, das wird dann, aber GTA 5 wird das einzige GTA sein, was ich auf 100% durchspielen werde. Ja, gut. Okay, wer? Them bikers. After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. Oh, sie ist echt betroffen aus Trevor. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather. Ich sehe schon, wo das enden wird. They're assholes, Trevor. They are. They're chap wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, yeah. Right? Bitch, wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah. Tolles Lächeln. That's better. Run along. Tolles Lächeln, Wade. Tschüss, Wade. Shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek. Wir können sie nur. The fucking cheek of it. I gotta make a stop. Die Mission. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Ich hab das jetzt mit einer anderen Mission verwechselt, aber okay. Interessant. Nein, danke. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because that sniper on your wall looks like it'll do the job. That's the chestnut. Now I need a scope and a suppressor. There's the necessary magnification. All right, now stop selling weapons to that half-wit Cletus. Okay. Was auch immer du begierst, Trevor. Run, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out. Cause there's bikers all over this airstrip. Ja, das wissen wir doch. Touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. Did I get wrong? I'm waiting at the water tower. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Vielleicht kommt's ja noch. Ja, Run hits nicht, sonst bist du tot. Hörst du mich nur Trevor an? Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Schön, dass Ron auch das einfach so ohne das zu hinterfragen macht. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Yeah. You see me? Yeah. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Schade. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered.
okay? Ja, mach ich doch. Halt dich ein Auge. Sag mir, wenn ich schießen soll und ich schieß. So können wir das doch machen. Ohne Probleme. Ach komm. Ja, ja, wird gemacht. Wo bist du eigentlich schon? Ach, da hinten. Na los! So soll ich eigentlich den Typ im Van nicht umbringen. Ich meine, der steht dann nur da. Ja. Ja, der ist tot. Okay. Ja. Get your sights on me, man. I can't move till I'm covered. I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. There's a second guy coming out of the building. Good kill, Trevor. Danke. Jetzt mach ihn. Sonst hat es noch put run in your tank. Nein, danke. Nee, der ist tot. Das war mal ein völliger Misserfolg, aber kein Problem. Ah, super. Wieso ist er nicht ausgestiegen?
Da. Ja, ich bin ja schon dran, mich zum Flugzeug zu begeben. Aber das erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.